Willkommen zurück bei The Inner World. Wir haben in der letzten Folge die Maschine hier repariert, wo wir dann aus Versehen auf den Auslöser gekommen sind. Und dann wurden hier ganz viele Papierflieger durch den Wald geschickt. Und wir haben hier einen Pfeil bekommen, den wir uns erstmal natürlich einsacken. Können wir mit dem Pfeil vielleicht die trockene Stelle kratzen? Hey, nicht kratzen! Also, nein, können wir nicht. Okay, dann können wir vielleicht... Können wir die Maschine irgendwie wieder ausrichten oder so? Ja. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Können wir... Ich meine ja nur... Ja... Nein. Nein. Das ist herrlich. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Können wir jetzt vielleicht... Netter Einfall. Nein, klar. Jetzt zeigt sie irgendwo den Wald hinein. Was ist, wenn ich jetzt auf dem Auslöser latsche? Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Na gut. Jetzt. Die bräuchten wir wahrscheinlich noch. Das hat wohl nicht funktioniert. Okay, die Daten bräuchten wir. Die hängt so. Um, kann ich da mit dem Zeigestock? Netter Einfall. Aber das ist nicht gut. Das Schilfrohr ist zu kurz. Und so. Der Zeigestock passt genau in das andere Ende vom Schilfrohr. Ja, dann leg los. Ta-ta-ta-ta. Die sind so knuffig. Oh, jetzt haben wir eine Wollmaus. Können wir die Wollmaus da reinlegen? Nein, das bringt nichts. Nein, das wäre auch Quatsch. Das wäre wirklich Quatsch. Können wir die Wollmaus irgendwie hier an den Schrof geben? Nein, das bringt nichts. Nee, das wäre auch wirklich Quatsch. Ins Moortunken? Gutes Beispiel von... Nee, klar. Okay, okay, das heißt, wir müssen irgendwie ihn hier loswerden, dass also seine trockene Stelle da wegkommt. Und wir müssen den Typen, also den Mönch da irgendwie ablenken, so dass wir... Da ist noch Honig drin, aber mit bloßen Händen bekomme ich den da nicht raus. Vielleicht mit der Wollmaus? Was? Die arme Wollmaus. Mal abgesehen davon passt das Mistvieh da gar nicht rein. Das Mistvieh. Ja, mit dem Pfeil. Warte mal, könnte ich nicht mit dem... Geht. Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Könnte ich nicht mit dem Honig jetzt die Stelle von dem Schruf bearbeiten? Wie wäre denn das? Ja. Jetzt ist aber mal gut. Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. So, wie sieht's denn aus mit deiner... Und? Ja, juckt fast gar nicht mehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Wie viel? Bitte? Na, bekomme ich was dafür? Meine Dankbarkeit. Super. Ich leg sie gleich in meinen Beutel. Okay. Und das Papier? Hast du hier zufällig einen Papierflieger vorbeikommen sehen? Weiß? Gefaltet? Bestehend aus Papier? Ja. Genauso einen habe ich gerade eben verschluckt. Warum verschluckst du denn Papierflieger? Sind sie immer so indiskret? Was? War das eine Beleidigung? Na, was soll ich sagen? Papierflieger sind eigentlich nicht meine Leibspeise.
aber ich folge, wie alle meine Artgenossen, einem Impuls, der mir das Fressen von kleinen fliegenden Objekten befiehlt. Das bedeutet? Das bedeutet, ich kann nicht anders. Kannst du das einfach lassen? Ich will die Flieger ja gar nicht essen. Ich meinte das Rumgeschwafel. Ah, warte mal, wir haben da oben Fliegen auch gesehen. Du machst damit Forschungsergebnisse kaputt. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich unterstütze die Wissenschaft. Das tue ich wirklich. Aber ich kann einfach nicht anders. Warum isst du nicht irgendwas anderes? Sehen Sie irgendetwas Fliegendes in der Nähe? Ich könnte dich mit Steinen bewerfen. Ich denke, da passe ich. Okay, wir haben doch mir da oben... Nach, glauben Sie nicht? Wow. Wir haben doch hier oben am Baumhaus, da waren noch Fliegen. Bei dem Simon. Da, genau, die Fliegen meine ich. Aber wie kriege ich die da weg? Die Viecher scheinen Honig zu lieben. Ja klar. Ja, sicher. So. Das geben wir jetzt dem Schrof. Jetzt hat er das aufgefressen hier oben. Nee, doch nicht. So, jetzt kaut er sich wahrscheinlich nur die... Genau. So. Damit ist der jetzt erstmal beschäftigt und wir können jetzt zumindest den einen Flieger in die Richtung von dem Schrof schießen, sodass wir da die Ergebnisse bekommen. Ja, das schießt er dahin. So. Jetzt zieht's. Genau. So, und nein. Ah, bin ich drauf? Ja, bla bla bla. So, jetzt aber. Ein weiterer Papierflieger. Ja, das ist mein Ergebnis. Ein hervorragendes Exemplar. Na klar. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Aber es fehlt immer noch einer. Seht euch die Charta an. Die Windwirbel scheinen uns etwas sagen zu wollen. Okay. So, das heißt, der letzte, den wir noch abfrühstücken müssen. Jetzt zeig. Wäre. Ach, scheiße. Wäre der. Der Typ. Jetzt zielt sie auf den. Aber wie kriegen wir ihn dazu, dass er nicht auf die Flieger schießt? Na, schauen wir mal, was wir da oben noch ändern können. Vielleicht können wir noch mit Robert quatschen? Nein, hier kann ich nirgendwo vor diesem schießwütigen Irren in Deckung gehen. Achso, warte mal, hier haben wir die Wäscheleine. Können wir die damit irgendwie? Ja. Nein. Nein, okay. Können wir die Wollmaus irgendwo? Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. So, Nein, das bringt. Okay, keine. Keine gute Idee. Okay, das wird irgendwas mit der Wäscheleine wahrscheinlich sein. Warte mal, Hörrohr. Leider zu weit weg. Jetzt wird er so reinstecken, dass er die Dinger einfach gar nicht hört. Der hört jetzt nichts mehr. Sehr gut. So, damit gehen wir zum Waldrand und schießen die hoffentlich letzte Papierflieger Richtung Windmönch, damit wir da die Daten noch herbekommen. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Jawohl. Südwestwind. Linker Knick. Der letzte Messwert. Hier, es ist ganz deutlich. Es muss eine weitere Windquelle geben. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Was haben wir nun für unglaubliche Möglichkeiten? Wir müssen einen Pakt schwören.
Wir müssen die Karte in 4 Teile teilen. Warum 4? Na, einen Teil für dich, einen für mich, einen für Latz und einen für die Putzfrau. Erzählen wir es doch, Conroy. So bescheuert. Er wird uns zu Obererologen ernennen. Ausgezeichnete Idee. Auf, meine getreuen Erologen. Lasst uns neue Meilensteine der Wissenschaft erklimmen. Ja, hört auf den Typen, der Honig in den Tank gekippt hat. Ihr habt eure Karte. Ach, was soll's. Die packen wir uns ein. Jawohl. Sehr gut. Können wir sonst noch irgendwas klauen? Hier den Sattel vielleicht. Wofür auch immer, aber immerhin haben wir. Wir haben auch den Kollegen zurückgelassen. Das kann ich nicht verwenden. Hey, sei nicht so grausam. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den Robert am besten noch retten. Aber jetzt können wir doch eigentlich mit dem reden, weil er hört uns doch jetzt nicht mehr. Hey, ich bin jetzt hier. Und ich bin hier. Aber was bringt uns das? Kannst du mal aufhören zu meckern? Ich werde dich da schon runterholen. In welchem Zustand liegt an dir? Okay, ist der Windmilch, verstopftes Rohr. Wenn ich rankommen könnte, würde schon ein kleiner Schubser genügen. So. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Welcher? Langsam ist es verzweifelt. Langsam ist es Verzweiflung. Mann, jetzt wo er hinten kippelt. Ich sollte. Mädchen, ey. Warte, jetzt kippelt er gleich wieder nach hinten. Moment. Warte. Jetzt. Jetzt. Ich sollte vielleicht. Mann. Ich dachte, das war ernst gemeint. Mit dem. Dass wir den da runterschubsten. Ich hätte das eigentlich für eine recht gute Idee gehalten. Na gut, dann machen wir es so. Was hast du vor? Keine Angst, ich habe an alles gedacht. Du müsstest eigentlich den Sumpf treffen. Und wenn nicht? Gib dir Mühe. Und ansonsten triffst du zumindest den Boden. Aber was wenn? Nicht reden. Zielen. Was war das für ein Geräusch? Du wirst schon noch reden. Ich habe Geduld. Ich habe seit 20 Jahren Geduld. Sei nicht traurig. Du hast den Sumpf echt nur um 20 Zentimeter verfehlt. Naja, dafür habe ich ja den Felsbrocken getroffen. Zum Glück hat das Hornissennest deinen Sturz gebremst. Ja, aber ich hätte nicht versuchen sollen, mich an den Dornen festzuhalten. Hey, wir sind da. Nach der Karte ist das der seltsame Ort. Windstill hier. Was ist hinter dieser Pforte? Finden wir es heraus. Finden wir es heraus, jawohl. Und damit sind wir, glaube ich, in Kapitel 3. Und hier ist eine Schrufeline. Ja, geil. Versteinerter Arm, der uns den Mittelfinger zeigt. Überreste. Die lasse ich lieber da stehen. Das ist immerhin, was Beine tun sollten. Und schlafendes Phosphor. Es schläft. Und ich brauche gerade keins. Das meinst aber nur du. Alles, was ich berühre, geht kaputt. Oh. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Okay, versteinerter Arm. Können wir den nicht mitnehmen? Na klar. Steine. Da komme ich mit meinen Fingern nicht drunter. Und außerdem ist der viel zu schwer. Komme ich mit seinen Fingern da drunter? Na klar. Aber er schafft's nicht. Der ist echt zu schwer. Ich schaffe das nicht allein. Das heißt nicht, dass ich schwach bin. Ganz im Gegenteil. Man braucht viel Stärke, um sowas zuzugeben. Laura wird mich trotzdem auslachen. Och, du armes Ding. Gut, hier ist der Korpus. Dann würde ich mal sagen, quatsch mal mit der Schrofeline, wenn sie uns nicht direkt tötet. Was machst du denn hier? Du bist mir doch nicht etwa gefolgt? Herr Schrof, was tust du denn hier? Erstens, ich bin eine Frau. Falls ihr also vorhattet, mich zu beleidigen, dann habt ihr jetzt einen Feind. Zweitens, was wollt ihr beiden Kasper bitte an meiner Pforte? Puh, was für ein aggressives Miststück. Du kannst mich ruhig Schrofeline nennen. Alles klar. Interessante, Sitzgelegenheit.
Du meinst den Stein hier? Oh, ich hasse ihn. Ach, grau ist überhaupt nicht meine Farbe. Dann setz dich doch woanders hin. Ja, es ist immerhin ein versteinerter Asposa, auf dem du deinen grünen Hintern geparkt hast. Ach, Herzchen, du hast doch keine Ahnung. Wenn ich hier einfach runterspringe, würde ich einfach ein tiefes Loch in den Boden ätzen. Vielleicht können wir dir helfen, da runterzukommen. Nein, du hast sie doch gehört. Sie würde einfach im Boden versinken. Ich meinte damit eigentlich, dass meine Haut in etwa so ätzend ist, wie der grüne Müll, sagt die Ein weibliches Gegenargument. Meine Güte, du sitzt da tatsächlich auf einem Asposa. Er hat sich bisher nicht beklagt. Es sieht aus, als würdest du aus ihm herauswachsen. Oh, völliger Quatsch. Jeder weiß doch, dass wir Schrofs aus Seerosen geboren werden. Wow, ihr werdet aus Blumen geboren? Nein, Seerosen. Diese großen schwimmenden Säugetiere. Ach du meine. Oh, die Schrofeier nisten sich bei der Seerose im Kopf ein und explodieren irgendwann, wenn der Schrof fertig ist. Die Seerose stirbt dabei. Wunderschöne Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass meine Seele sich gerade übergeben muss. Du kannst diesen Stein also nicht leiden? Er passt einfach nicht zu mir. Aber wenn ich einfach auf den Boden hüpfe, spaltet sich die Erde an der Stelle, auf der ich lande. Das ist unpraktisch. Das ist ein bisschen unpraktisch, das stimmt schon. Wir haben erst vorhin einen anderen Schrof kennengelernt. Das kann nicht sein. Ich weiß zufällig, dass ich der einzige existierende Schrof bin. Das dachte der andere auch. Das scheint bei den Viechern eine Lebenseinstellung zu sein. Wen hast du hier gerade Viech genannt, du Biest? Wen hast du hier gerade Biest genannt, du Kröte? Wen hast du hier gerade Kröte genannt, du Miststück? Wen hast du hier gerade Miststück genannt, du... Aufhören, bitte. Oh mein Gott. Oh, das hält mir im Kopf nicht aus, ey. Wir könnten dich zu dem anderen Schrof bringen. Warum? Ja, Robert, warum? Naja, dann könntet ihr euch kennenlernen. Nicht nötig. Ich bin gerne unabhängig und genieße mein Single-Leben. Du hast also noch keinen gefunden? Ach, ich sehe auch keinen Ring an deinem Finger. Du bist auch nicht gerade das heißeste Brötchen im Korb. Wie auch immer. Mein Ehemann sollte reich sein und attraktiv und liebevoll und feuerfest. Und blind und taub. Meine Damen, bitte. Oh Mann, ey. Ich weiß, dass ihr Schrofs ziemlich giftig sein könnt. Willst du mich wirklich zum Feind haben? Ich will nicht mal mit dir befreundet sein. Ich meinte nur, dass eure Spezies ziemlich starke Abwehrmechanismen hat. Oh, das stimmt. Meine Haut sondert ein ätzendes Sekret ab. Meine Krallen sind schärfer als Rasierklingen. Und der Letzte, dem ich ins Gesicht gespuckt habe, ist so verrückt geworden, dass er sich kopfüber an einen Baum gehängt hat. Und? Ist bei ihm alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Er ist tot. Was tust du denn mit diesem Sekret? Naja, ziemlich witzlos. Ich töte damit hauptsächlich. Ach so, ja dann. Man kann aber auch Sachen wegätzen, die einen stören. Können Sie nicht das Tor wegätzen, bitte? Gibt es einen Grund, aus dem du hier vor dieser Pforte sitzt? Ja, bewachst du da irgendwas? Ein Schatz? Ein Geheimnis? Ich arbeite hier an meinem Tarn. Ach klar, ja, natürlich. Weißt du vielleicht, was sich hinter dieser Tür befinden könnte? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Wow, danke für die Auskunft. Steht hier irgendwo Touristeninformation? Ganz großartig. Die einzige Hoffnung, die wir haben, bräunt sich auf einer versteinerten Leiche und ist zickiger als... Du? Dünnes Eis. Dünnes Eis. Kannst du uns nicht zufällig sagen, wie wir durch diese Pforte kommen? Was hätte ich denn davon? Du würdest erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man nett ist und andere einen mögen. Oh, wie fühlt sich das denn an? Keine Ahnung. Frag ihn. Geil. Also die beiden, haben sich aber wirklich hier zwei gefunden. Okay, hier ist ein Mauerstein, aber da. Mit bloßen Händen werde ich den Stein nie bewegen können. Vielleicht mit seinen Händen? Damit geht es nicht. Der Stein wackelt nicht mal. Na gut, schade. Zurück können wir wahrscheinlich nicht. Nee, schade. Sonst hätte ich gerne den anderen Phosphor, den anderen Schrof. Den breche ich nicht ab.
hätte ich gerne gezeigt oder gesagt, dass hier so eine weibliche Schrofeline, genau, eine Schrofeline sitzt. Hier sind Sprossen, aber irgendwie. Das könnte Spaß machen. Ach, das bringt aber nichts. Konroy? Naja. Ja, dachte ich. Wäre hier einfach so irgendwie. Das könnte. Einfach in die Pforte werfen oder so? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Na gut, dann würde ich sagen. Das macht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Inner World hier bei der ja, wunderschönen und doch liebreizenden Schrofeline. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.